Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute packe ich einen Adventskalender aus. Und zwar einen Nuss-Adventskalender, Freunde. Es ist endlich die Weihnachtszeit. Chico möchte euch auch Hallo sagen. Hallo. Er freut sich richtig, dass ich auf seiner Höhe einfach sitze. Und let's go mit diesem Adventskalender. Da sind nämlich ganz, ganz viele Nüsschen drin. Endlich ist die Weihnachtszeit wieder da. Ich freue mich schon mega doll. Tada! Okay, wo ist Türchen Nummer 1? Freunde, ich habe nämlich noch nicht gefrühstückt und hier ist Türchen Nummer 1. Bevor ich den jetzt komplett platt mache, zeige ich ihn euch erstmal in wunderschön. Der Kalender ist von Seeberger, not sponsored. Ich habe ihn selbst gekauft. Ich verlinke ihn euch einfach mal unten. Und so sieht er aus. Sieht das nicht richtig schön aus? Bin auf jeden Fall gespannt, was alles hier so drin ist. Das ist auf jeden Fall ein Food-Adventskalender. Lecker! Schmecker! Für Spaßentdecker. Das hier ist jetzt Nummer 1. Und hier sind gebrannte Erdnusskerne mit Sesam. Oh, eigentlich bin ich ja gegen Sesam allergisch. Aber geil. Mal gespannt, wie sie schmecken. Sehen auf jeden Fall schon mal richtig, richtig lecker aus. Mega. Fängt schon mal sehr gut an. Ich bin ja eh voll der Nussfan, Freunde. Ich habe mir extra so einen Teller hingelegt. Esse ich später weiter. Die Nummer 2. Was ist in der 2? Hier ist die 2. Oh, ich liebe sie. Das sind tatsächlich so meine Lieblingsnüsse, beziehungsweise mein Lieblingsnussmix. Cashewkerne und Cranberries. Boah, mega lecker. Die packe ich auf keinen Fall aus. Die nehme ich irgendwann mit in die Handtasche. Nummer 3. Kalifornische Pistazien, gesalzen. Auch sehr, sehr lecker. Die packe ich mir auch ein, denn die passen perfekt in die Handtasche einfach für so einen kleinen Mini-Snack. Mega lecker. Nummer 4. Hier ist die 4. Wisst ihr eigentlich, dass es der erste Adventskalender ist, den ich vor Weihnachten bzw. vor der Adventszeit einfach auspacke? Ich bin nun mal nicht das Team, so direkt alles auf einmal auspacken. Aber irgendwie fand ich das cool für das Video. So, was sind hier? Edelnussmix. Das sieht natürlich auch mega, mega lecker aus. Und ich überlege tatsächlich irgendwie gerade so ein bisschen davon zu snacken. Weil, boah, die sehen schon lecker aus. Aber ich warte nochmal. Ich futter hier lieber nochmal meine gebrannten Erdnusskerne. Boah, mega lecker. Also Nummer 1, bis jetzt immer noch die beste. Obwohl eigentlich in der Nummer 2 meine Lieblingsnüsse drin sind. Aber die hier beispielsweise, die kannte ich gar nicht, diese gebrannten Erdnusskerne. Okay, wo sind wir? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Gebrannte Kürbiskerne. Ich würde mal sagen, Freunde, die packen wir auch aus. Denn die möchten wir jetzt im Vergleich snacken. So sehen sie aus. Zumindest so ein kleiner Teil davon. Und? Auch sehr, sehr lecker. Ich bin ja eh generell voll Genuss-Fan. Das ist voll der Adventskalender für mich. Und ein Tee-Adventskalender. Was ist in der 6 drin? Freunde, 6 ist ja normal Nikolaustag. Es ist genauso groß wie alle anderen. Aber ich bin jetzt gespannt. Wenn jetzt nichts in der 6 irgendwie was Cooles drin ist, dann bin ich jetzt leider gleich enttäuscht. Aber, es sieht schon sehr interessant an. Ah, ein Riegel. Frucht to go. Pfirsich-Aprikose. Finde ich tatsächlich cool, weil die ganze Zeit gab es nur Nüsse. Und jetzt an Nikolaustag gibt es so einen Riegel. Finde ich sehr cool. Mega. Wo ist die 7? 7. Mandeln. Mega. Blanchierte, geröstete und gesalzene Mandelhälften gesüßt mit Zucker und 1,5% Honig. Ich glaube, die mache ich auch auf. Mega. Die sehen richtig, richtig lecker aus, Freunde. Ich glaube, ich lege das mal hier so hin. Dann seht ihr das auch besser, was da alles so drin war. Nummer 7 waren wir gerade eben. Wo ist die Nummer 8? Hier ist die Nummer 8. Boah. Freunde, für mich ist einfach heute schon Weihnachten. Mega. Erdnusskerne. Erdnusskerne sind natürlich auch mega, mega lecker. Aber die packe ich tatsächlich auch nicht aus. Die packe ich irgendwann anders aus. Aber nicht heute. Wo ist die Nummer 9?
Cashewkern. Okay, gut, das war aber jetzt aber ein bisschen voraussehbar. Erdnusskerne, jetzt ganz normale Cashewkerne. Aber Cashewkerne auch mega, mega lecker. Lecker. Lecker Schmecker für Spaßentdecker. Cashewkerne geröstet und gesalzen. Ich mag die ungesalzenen aber tatsächlich mehr. Was ich an den Adventskalender cool finde, ist einfach, dass man das beispielsweise für seine Kinder holen kann und die dann was für die Schule haben. Rein theoretisch, wenn sie in die Schule dürfen. 2020 ist ja ein bisschen anders. Und wenn sie kein Homeschooling haben. Aber das ist total cool, dass man einfach hier so eine kleine Packung einfach so mit in die Schule nehmen kann und sagen kann, so, oh, ich war heute mein Adventskalender drin. Mega. Welche Zahl haben wir denn jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, Nummer 10. Nummer 10. Schokomix mit Pekannüssen. Okay. Ist jetzt tatsächlich nicht so mein Favorite, aber warum nicht? Ich glaube, das verschenke ich. Ich bin nicht so der Schoki-Fan. Aber im Gegensatz zu den anderen schon sehr viel größer. Hier zum Beispiel hier der Cashewkern-Mix. Da hätte gerne mal ein bisschen mehr drin sein können. Aber der Schokomix hat mehr. Finde ich tatsächlich unfair. Wo ist die Nummer 11? Hier, 11. Boah, Freunde, ich feiere dieses Format gerade so sehr. Einfach auspacken, ausprobieren. Rauchmandeln. Ich glaube, die probiere ich auch mal. Ich weiß tatsächlich nicht, wie die schmecken. Rauchmandeln. Wie schmecken die Rauchmandeln wohl? So sehen die Rauchmandeln aus. Rauchmandeln sind tatsächlich gar nichts für mich. Ich mag nichts Geräuchertes, aber ich habe nicht gedacht, dass die so schmecken. Ne. Die lasse ich hier einfach auf dem Esstisch bzw. Wohnzimmertisch und hoffe, dass irgendjemand die futtert, aber ich esse sie nicht. Ne. Das war kein schönes Türchen für mich. Aber persönliche Meinung, ich mag halt nichts Geräuchertes. Habt ihr diesem Video eigentlich schon einen Daumen nach oben hinterlassen? Hinterlasst ihn gerne, dass ich weiß, dass ihr so ein Format beispielsweise einfach nur Sachen auspacken total feiert. Dann kommt nämlich mehr davon. So, welche Nummer bin ich jetzt? Nummer, ich glaube, 11 hatte ich zuletzt, ne? 12. Oh, ich glaube, da gibt es nochmal diese gebrannten Mandeln. Von das erste Türchen. Das wiederholt sich einfach. Das finde ich jetzt tatsächlich aber ein bisschen enttäuschend. Muss ich wirklich sagen. Das ist das erste Türchen. Also ja, ich habe das erste Türchen mega gefeiert. Und ich feiere es jetzt immer noch. Aber das hoffentlich wiederholt sich das jetzt nicht alles, was ab Türchen 12. Wisst ihr, wie ich meine? Das fände ich tatsächlich sonst sehr enttäuschend. Ich habe eigentlich mit was Stärkerem gerechnet. Aber naja, ich lasse die auch einfach mal hier auf dem Wohnzimmertisch. Und irgendjemand kann sie sich dann nehmen. Weil die habe ich ja eigentlich schon mal hier drin. 13. Bitte jetzt nicht das, was vorhin war. Was war danach? Der Cashew-Mix war bei der 2. Hoffentlich ist jetzt die 13 nicht auch ein Cashew-Mix. Sonst finde ich das tatsächlich sehr, sehr blöd. Nee, gebrannte Kürbiskerne. Hatten wir auch schon. Gebrannte Kürbiskerne einfach nochmal. Die hier habe ich schon offen und die hier sind noch zu. Deshalb stelle ich die einfach auch mal auf dem Wohnzimmertisch. Kann sich ja irgendjemand anders nehmen. Aber ich futter die hier nochmal, weil die waren echt lecker. Die waren halt einfach wirklich richtig, richtig lecker. 14. Das wiederholt sich jetzt einfach alles, Freunde. Hä, haben die nicht noch mehr im Angebot? Die haben doch safe noch mehr im Angebot, außer die hier. Die kalifornischen Pistazien auch zweimal. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die nur so wenig im Angebot haben. Finde ich jetzt irgendwie gerade tatsächlich wirklich ein bisschen enttäuschend, dass es einfach doppelt da ist. Also ja, ich feiere die. Aber irgendwie habe ich gedacht, dass von allem irgendwie mal sowas dabei ist. Ah, hier steht es auch auf der... Okay, gut. Ja, ich glaube, Freunde, jetzt wiederholt sich wirklich alles. Ah, nee, Student... Ah, Okay, ich habe ein bisschen, glaube ich, gespoilert. Das muss ich rauskacken, weil hier steht tatsächlich was, was wahrscheinlich die 24 sein könnte. Aber ich bin gespannt. Was hatten wir jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Türchen Nummer 15. Oh, ich glaube, die hatten wir noch nicht. Oder? Gebrannte Mandeln? Nein! Wusste ich's doch. Sehr cool. Hier ist was Neues. Gebrannte Mandeln. Mega. Feier ich sehr. Die muss ich auch ausprobieren. Sehr cool, dass sie doch was Neues noch rausgebracht haben. Oh, ich wollte es dir noch zeigen. Ups. No! Meine Mandel ist runtergeflogen. Da ist die gebrannte Mandel. Sehr, sehr lecker. Ah. Aua. Oh mein Gott.
Gott. Der Schnitt ist voll tief. Ihr seht das nicht. Da. Der Schnitt ist richtig tief, Freunde. Passt auf. Ah. Nichts für kleine Nessies. Oh no. Da fängt auch gleich an, Blut rauszukommen. Nein, nicht. Blut bleibt drin. Okay, ein bisschen mehr aufpassen. Türchen Nummer 16. Das sieht auch nach was Neuem aus. Ah, oh no. Aua. Oh, Freunde, mein Nagel ist einfach komplett gleich bald kaputt. Das Ding ist, das sind ja meine echten Nägel drunter. Das wird richtig schmerzhaft. Ah, naja, das Problem ist, ich kann auch nicht ins Nagelstudio und sagen, ja, können Sie mir den mal kurz bitte fixen, weil Lockdown hat ja alles zu. Toll. Frucht to go, Banane und Datteln. Das sieht auch sehr lecker aus. Und tatsächlich finde ich das aber irgendwie, weiß nicht, ein bisschen enttäuschend. Denn das ist in Türchen 16. Also wäre das in Türchen 20, wäre ich happier. Denn da würde ich denken, okay, 20, da kommt 21 noch irgendwas Besonderes, 23 und dann 24, boah, das Ding. Und einfach nur in Türchen 16. Finde ich ein bisschen enttäuschend, da es mein Nikolausgeschenk war. Fruit to go, Aprikose und Pfirsich war mein Nikolausgeschenk und das hier ist einfach nur ein ganz normales Türchen. Könnte man ein bisschen anders anordnen. Aber gut, kleine Kritik nur. Schmeckt bestimmt sehr, sehr lecker. 10, 17, 17, 17, 17, 17. Hier. Cashewkerne. Hatten wir, glaube ich, auch schon. Ja. Jetzt bin ich noch enttäuschter, Freunde. Muss ich halt wirklich ehrliche Meinung sagen, ne? Bin ich tatsächlich dann doch von der Anordnung ein bisschen enttäuschter. Denn das hätten sie umswitchen können und dass sie ein bisschen Hype aufbauen. Wisst ihr, wie ich meine? Bis jetzt hatten wir die vier hier doppelt. Die gebrannten Kürbiskerne, gebrannten Erdnüsse, Cashewkerne und kalifornischen Pistazien waren bis jetzt doppelt im Adventskalender. 17, wo ist die 18? 18. Nochmal doppelt, aber das finde ich tatsächlich nicht schlimm. Der Cashew Cranberry Mix, mein Favorite. Finde ich tatsächlich nicht schlimm, dass sie doppelt sind, aber trotzdem irgendwie ein bisschen enttäuschend. 18, 19. Jetzt bin ich langsam ein bisschen hyped, denn bald kommen die 24. So. Mandeln, Honig und Salz. Auch doppelt, aber gut. 20. Hier hätte ich jetzt tatsächlich diesen Riegel erwartet, denn hier 20 ist jetzt so. Also ich weiß nicht, zumindest für mich, könnt ihr aber in die Kommentare schreiben, ist es für euch dann auch sowas, so, boah, jetzt kommt die 20, dann kommt die 21, dann die 22, 23, oh mein Gott, nur noch einen Tag bis Weihnachten und dann 24. Türchen. Wisst ihr, wie ich meine? Deshalb finde ich die 20 tatsächlich auch irgendwie was Besonderes. Und da hätte ich beispielsweise hier diesen Fruit to go, der in der 17, glaube ich, war oder in der 19 oder ich weiß nicht genau, wann, wo er drin war, hätte ich mir eher sowas gewünscht. Deshalb, aber ich bin gespannt, was in der 20 drin ist. Und... Oh, ich glaube, ganz was, ganz Normales. Und? Oh, Erdnusskerne. Waren die nicht davor? Ach nee, waren nicht davor. Davor waren Mandeln, Honig und Salz, okay. Aber hatten wir auch schon. Also in der 20. Irgendwas, was wir schon hatten. Ah, wo ist die 21? Freunde, nur noch ein paar Tage bis Weihnachten. Zumindest hier im Kalender. Oh, jetzt. Now we are talking about this. Edelnussmix. Und zwar in der 21. Hatten wir, glaube ich, schon mal. Ja. Aber es wird größer, Freunde. Die Verpackung wird größer. Ich weiß nicht, ob mehr drin ist. 40 Gramm. Wie viel ist in den anderen drin? 15 Gramm. 15 Gramm. 40 Gramm. 40 Gramm. Okay, gut. Es ist auf jeden Fall nicht so ein Fake-Ding. Hätte ja auch sein können. Es ist auf jeden Fall was größer, denn bald kommt Weihnachten. Das finde ich tatsächlich nice. Obwohl der schon doppelt ist. Finde ich nice. Aber ist doppelt, deshalb kommt er auf den Stapel. 22, oh mein Gott. Freunde, wir haben es gleich. 22. Rauchmandelmix. Bin ich halt so gar nicht der Fan. Fokus, komm schon. Okay, Fokus hat auch einfach keinen Bock auf diese Rauchmandeln. Hier, Rauchmandeln. Mag ich gar nicht. Bloß weg davon. 22. Boah, hoffentlich ist jetzt was Cooles in der 23. Sonst bin ich traurig. Das 24. Türchen ist einfach genauso groß wie alle anderen. Hm. 23. Was war? Gebrannte Mandeln. Die hatten wir aber auch schon mal, glaube ich, oder? Ah, nee, die hatten wir noch nicht doppelt. Okay, gut. Ich habe gedacht, die haben jetzt dreifach hier. Nee, gebrannte Mandeln hatten wir auch erst einmal. Cool, dass die auch zweimal da sind. Cool, ja. Aber auch irgendwie... Ich meine, einen Tag vor Weihnachten, Freunde. Da erwartet man doch nochmal sowas so... Wow!
In 24 Türchen. Heftig, was da drin so wird. Okay, Freunde. Wir haben alles bis auf das 24. Türchen geöffnet. Seid ihr bereit, das 24. Türchen mit mir zu öffnen? Ah! Studentenfutter. Oder? Ja, Studentenfutter. Tada! Tatsächlich finde ich Studentenfutter. Oh, sogar 50 Gramm, Freunde. Das ist die größte Packung. Die anderen haben alle nur 40 Gramm, obwohl es die gleiche Verpackung ist. Aber hier steht 40 Gramm, hier steht 50 Gramm. Studentenfutter in der 24 finde ich tatsächlich cool, ja. Freue mich auch sehr darüber. Aber es ist halt wirklich sehr vorhersehbar und einfach classy. Aber finde ich cool. Aber ich hätte mir tatsächlich für die 24 irgendwie was Besonderes nochmal irgendwie erwartet. So irgendeine Überraschung irgendwie, keine Ahnung, weil das war sehr vorhersehbar. Aber mega interessant, Freunde. Wie findet ihr so einen Adventskalender, beziehungsweise wusstet ihr überhaupt, dass es solche Nuss-Adventskalender gibt? Denn tatsächlich, ich kannte sowas noch gar nicht. Ich kannte nur diese klassischen Schoki-Adventskalender und keine Ahnung. Ich habe einfach mal für dieses Video hier ein bisschen recherchiert und dann war ich so, boah, Nuss-Adventskalender? Muss ich euch vorstellen, denn ich persönlich liebe Nüsse. Und ich finde das auch so für zwischendurch voll der gesunde Snack. Okay, jetzt hier gebrannte Mandeln. Kann man natürlich diskutieren drüber. Oder hier gebrannte Kürbiskerne. Aber, keine Ahnung, so ein Edelnussmix beispielsweise einfach mal, das ist genau so eine Nessie-Portion, einfach so eine größere Handvoll. Finde ich genau richtig eigentlich. Deshalb, für mich ist es genau eigentlich der richtige Adventskalender. Und ich überlege, einfach wieder alles reinzustopfen. Und dann das einfach an Weihnachten wieder, beziehungsweise in der Adventszeit, auszupacken. Ich glaube, ich mache das auch. Bis auf diese Rauchmandeln. Die mag ich gar nicht. Schreibt mal gerne in die Kommentare, was für einen Adventskalender ihr dieses Jahr habt. Ich habe tatsächlich auch direkt schon den nächsten Adventskalender mir geholt. Und zwar für Chico. Und zwar ein Hunde-Adventskalender. Den packe ich nämlich im nächsten Adventskalender-Auspack-Video aus. Also ganz viel Spaß dabei und klickt euch einfach rein. Habt euch lieb, Freunde. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüssi, eure Nessie. Ciao. Sorry, ich bin die ganze Zeit nur am Snacken. Ich kriege gleich nochmal ein paar Beauty-Shots von den ganzen Zeugs, was ich ausgepackt habe. Hast du Bock, dass wir jetzt deinen Adventskalender auspacken, Chico? Hast du Bock? Ja? Dann lass auspacken!